Hallo, ich bin Siegfried Westphal und ich zeige dir jetzt das Cello. Eigentlich heißt es Violoncello, denn es gehört zur Familie der Violinen. Sieht erstmal ganz schön groß aus, nicht? Aber es gibt auch kleinere Größen, sodass auch kleine Leute Cello spielen können. Das Cello ist ein Streichinstrument, deswegen brauchen wir den Bogen. Und mit dem kann man die Töne erzeugen. Wir haben vier Saiten auf dem Cello. Die A-Saite, die D-Saite, die G-Saite und die C-Saite. Ganz schön tief, nicht? Es geht aber auch höher. Cello natürlich auch zupfen. Das klingt dann so. So, jetzt hör mal zu. Vielleicht erkennst du das, was ich jetzt spiele.